Und nochmal die kurze Erwähnung, alle Videos von den Qualifying und auch von dem Finale hier findet ihr auf www.hafen-helden.de oder auf YouTube oder auf duisburg-hafenhelden.de. Festgehalten filmisch natürlich von unseren Partnern von Optik Uhlig hier aus Duisburg. Und jetzt kriegen wir das Zeichen aus der Regie. Wir können starten. Die Uhr ist wieder auf Null. Und bevor sich der Nebel einfängt, machen wir das auch. So, alles klar. Dann nochmal alles Gute für deinen Lauf. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nochmal einen Riesenapplaus und viel Erfolg für Robin Schmitz. Auch er geht über außen am Shame Master vorbei. Ab durchs Spider-Eck. Auch das ist kein Problem für ihn. Jetzt ist er an der Chain of Pain. 2 Meter ist das Ding hoch. Ohne Probleme geht er darüber. Man muss an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, der Typ hatte eine brutale Zeit am ersten Tag hingelegt. Sind jetzt schon am Todesbalken, an den Schlaufen. Und er geht mit einer durch, kommt 36,5 war die Zeit. Wie sieht der... Lök, wie sieht der Stand aus? Das ist die neue Bestzeit, oder? Also wenn es die offizielle Zeit ist, ich kann es nicht sagen, weil das Display lief weiter, aber... Wir schauen mal eben kurz in der Technik rein. Ich frage einmal kurz, wie es da aussieht. Es ist definitiv so gewesen, er war im Ziel, aber die Uhr lief durch und er war bei 36 irgendwas im Ziel. Das habe ich auch so gesehen, korrekt. Da es aber jetzt gleich um 3000 Euro hier geht, müssen wir da jetzt sicher sein. Zeit kommt sofort, die Technik checkt eben das Videomaterial. Auch das ist das Gute, dass unsere Kameras alles mitschneiden. Ja? Diese eine Bewegung, die wir im Fußball nicht sehen wollen, das hier, das ist jetzt Gold wert oder 3000 Euro Videobeweis. Wert. Der Videobeweis. Aber man merkt doch, die Technik ist auf jeden Fall um einiges besser, oder? Als wirklich durch die Ketten zu gehen. Ja, weil die Ketten jetzt versetzt, jetzt kann man besser rüberhandeln. 36,0! So, 36,0 ist seine 36, Zeit! 36,0! Eine neue Bestzeit für Robin, sehr, sehr schön, Dankeschön!